Ja, und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute seht ihr mich mal mit meinen normalen Klamotten, mit denen ich im Winter rumrenne, diesem Pulli hier. Normalerweise seht ihr mich immer mit dem Pulli, mit dem ich wechsle nämlich immer die Pullis, wenn ich Leo raushol, weil meine Mama seine Haare nicht so ganz verträgt und ich auch gerne den Pulli den ganzen Tag trage. Und ja, und dann ist es unvorteilhaft und gut. Ja, so ist es eben. Ja, und so seht ihr mich heute mal mit meinem, sonst wenn ich nicht Leo auf dem Arm habe, Pulli. Aber er rennt trotzdem, weil ich habe ihn einfach nur so getragen, wie so ein Kartoffelsäckchen. Ja, gut, hätten wir das geklärt. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich hier so, ja, ich bin nicht ganz zentriert, aber gut. Ist jetzt wie es ist. Wie fange ich an? Ja, ich möchte mit euch heute über die Corona-Impfung reden, und zwar Teil 2. Es gibt da nämlich so ein paar Sachen, die sich ergeben haben, die neu sind. Und zwar folgt. Also bekanntermaßen, und es ist jetzt einfach so ein kleines Infovideo, weil ich dachte, die Infos weiterzugeben, falls es jemand noch nicht weiß, kann nicht schaden. Also, es ist wie folgt, dass der Corona-Impfstoff ist jetzt erstmal für sehr viele Alters- und andere, also Altersgruppen vor allem, geschlossen. Also im Sinne von, erst kommen die Leute mit viel Lebenserfahrung und sehr viel Lebenserfahrung, und die müssen erstmal durchgeimpft werden. Und dann kommen erst Leute, die etwas jünger sind, dran. Jetzt ist es aber so, dass es von dieser Regel ein paar Ausnahmen gibt, und von denen habe ich jetzt erfahren, und ich dachte mir, vielleicht der ein oder andere, der hier zuschaut, der ist davon auch betroffen und den könnte es interessieren. Also es ist wie folgt: Leute mit psychischen Erkrankungen oder auch andere Behinderungen, und ich sage extra die psychischen Erkrankungen mit, weil oft ist es so, dass die nicht zählen, aber in dem Fall zählen sie jetzt auch, können zu ihrem Hausarzt oder zu ihrem Psychologen gehen. Und dann können sie oder auch direkt zum Impfzentrum gehen und sagen, oder so gesagt, ich vermute, den Schwerbehindertenausweis vorlegen oder ein Dokument, und können sich dann direkt impfen lassen. Also dann bekommen die nämlich auch viel früher den Impfstoff. Und ja, das habe ich erfahren, weil ich manchmal überlegt habe, ob ich das mache. Und dann habe ich eben, wie gesagt, mich da informiert. Und meine Mom hat den Tipp bekommen, weil mein Vater, der hat ja aufgrund von seinem Rheuma, was ja irgendwie autoimmun ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist meinem Vater empfohlen worden, er soll sich auch impfen lassen, weil, wie gesagt, und meine Mom auch wegen ihrem Asthma, wegen ihrem leichten Atemwegsproblem, haben die auch beide den Tipp bekommen, sich impfen zu lassen. Und dann hat sie in dem Zuge auch wegen mir gefragt, und dann ist das dabei rausgekommen. Ja, die zweite Sache ist, also meine Mutter, die könnte sich da zwei Impfdosen abholen. Zum einen, weil sie Risikogruppe ist mit ihrem leichten Asthma. Und zum anderen tatsächlich auch noch, weil, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal interessant, weil sie einen Menschen mit Behinderung pflegt. Also wenn man vorlegen kann, dass man die pflegende Person von jemandem mit Behinderung ist, kann man auch sich früher impfen lassen, was dann eben für die, die das möchten, praktisch ist. Ja, und bei mir ist es jetzt allerdings so, und das ist jetzt eine Sache, die ist echt, ich habe so zwei, drei Sachen gehört, also ich habe dann überlegt, weil ich meine, wenn ich vorrangig drankommen würde, dann hätte ich natürlich schon, wäre das schon ganz praktisch, aber für mich kommt das aus für mich persönlich einem ganz bestimmten Grund, oder besser gesagt zwei Gründen nicht zu tragen. Und zwar, erstens, es gibt keinen Impfstoff, wo man nur einmal impfen muss. Also soweit ich weiß, den man in meiner Altersgruppe bekommen würde. Also ich vermute, wenn, dann würde ich nur AstraZeneca bekommen, und das muss man ja zweimal verimpfen. Ich habe nichts gegen den Impfstoff. Ich bin auch nicht dem Impfstoff kritisch eingestellt gegenüber. Ganz ehrlich nicht. Ich denke mir, im Zweifel geht es ja lieber geschützt sein, egal wie. Und da ist dann egal, ob man jetzt zu 100% geschützt ist oder ob man nur zu 70%. 70% sind immer noch besser als 0. Aber ich habe es ja schon mal erzählt in meinem ersten Video zum Thema Corona-Impfung. Ich
habe eine Spritzenphobie. Und der Gedanke, dass ich mich dann zweimal da spritzen lassen müsste, der ist für mich halt wirklich. Ich habe eine ausgeprägte Spritzenphobie. Das wollte ich auch bitte nichts Mami sagen. Wenn meine Mutter das erfährt, dann kriege ich Ärger. Also, ja, und ich möchte einfach nicht mich impfen lassen. Und ja, wenn es den Impfstoff mit einer Einmaldosis geben würde, würde ich sofort das nehmen, weil dann sage ich, dann ist es sinnvoll. Und dann ist auch das Prinzip, lieber einmal geimpft und dann geschützt zu sein. Ja, dann aber jetzt zu meinem Problem Nummer 2. Also es gibt jetzt schon die. Leo, du willst mich heute wirklich ärgern, oder? Naja, es gibt da auch schon jetzt die Vermutung, die Schätzung, dass das eine Geschichte wird wie die Grippeimpfung und dass man sich das jedes Jahr dann spritzen lassen muss. Und wie schon gesagt, Nadelphobie. Und das, also wenn ich jetzt wüsste, dass es wirklich nur eine einmalige Geschichte ist, also dass ich einmal geimpft und dann für alle Zeit immun, dann würde ich es machen, so wie bei Tetanus, wo man es dann auch nicht, muss man, nee, Tetanus ist, aber so wie bei Röteln, wo man sich einmal impfen lässt und dann ist es das, dann würde ich es machen, aber bei sowas, da bin ich immer ganz, wenn man es zu oft wiederholen muss. Ich bin bereit alle 10 Jahre. Und jetzt, dieses Jahr ist ja eh bei mir noch so mit Tetanus, also reicht mir. Was aber sein kann, und das weiß ich, wissen wir alle noch nicht, das ist Stand jetzt, ich bin gerade mitten im März, Anfang März, also ich bin gerade mal, glaube ich, beim 8. März, 2. Märzwoche, Montag, Anfang, also kann man dann im Kalender nachgucken. Und es ist so, dass ich eben für mich persönlich mir da denke, wenn wir da mehr wissen, dann ist es, also wenn wir dann mehr wissen zum Thema Reisen, weil ich möchte ja schon gerne nach Österreich und zum Käseautomaten. Und wenn es dann da soweit wäre, dass man dann eine zweite Impfung braucht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht doch mal also hoffen würde, dass es den Impfstoff zum einmal verimpfen. Mein Papa hat gesagt, es gibt schon einen, den man nur einmal verimpfen muss. Aber vielleicht weiß da irgendjemand von euch mehr. Schreibt es gerne in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall wollte ich nur mal ganz kurz diese Info, die ich eben habe, informieren, damit die es interessiert, sich vielleicht danach zum Impftermin machen können. Und die es nicht interessiert, die haben ja wahrscheinlich eh weggeschalten. Also. Kein Verlust für keinen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt und wie steht ihr allgemein dazu, zu Impfungen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redemeinoutfit.com. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.